zum Thema Statistik mit zwei Variablen. Dazu ein Einleitungsbeispiel. Gibt es bei Tieren einen Zusammenhang zwischen Herzschlagfrequenz P, P wie Puls, und Lebenserwartung E, E wie Erwartung? Dazu nehmen wir eine Stichprobe von 20 verschiedenen Tieren, von denen uns die Anzahl Herzschläge pro Minute bekannt sind, sowie auch die Lebenserwartungen. Wir beobachten also hier gleichzeitig zwei Merkmale der Tiere von dieser Stichprobe. Das Problem besteht jetzt darin, zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Werten der zwei Merkmale gibt und falls es einen Zusammenhang gibt, diesen dann durch eine passende Funktion auszudrücken. Dazu wählt man ein Bezugssystem und in diesem Bezugssystem zeichnet man alle Punkte ein, die diese Koordinaten haben. Das heißt, der Punkt P1 hat als Koordinate 192, 15. Der Punkt P2 hat als Koordinate 138, 11. Und der letzte Punkt hat als Koordinate 90, 9. So zeichnet man sämtliche einzelne Pünktchen in der Ebene und erhält so eine Punktwolke. Das ist ein Diagramm lauter einzelner Pünktchen. So ein Diagramm nennt man eine Punktwolke. Eine Punktwolke ist also eine Menge von Punkten in einem Bezugssystem der Ebene. Und anhand dieser Punktwolke versucht man nun herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den x-Werten und den y-Werten gibt. In dieser Punktwolke ist das offensichtlich, denn je größer x wird, desto größer wird auch y. In den zwei nächsten Punktwolken gibt es da einen Zusammenhang zwischen den zwei Merkmalen x und y. In dieser Wolke ja, denn je größer x wird, desto kleiner wird y. Aber bei dieser Punktwolke ist kein Zusammenhang zu erkennen. Einen solchen Zusammenhang nennt man eine Korrelation. Eine Korrelation zwischen den Variablen x und y ist also ein Zusammenhang zwischen den einzelnen x-Werten und y-Werten. Wenn eine Korrelation vorhanden ist, dann versucht man die Punktwolke irgendwie durch einen Durchschnittsfunktionsgraphen zu ersetzen und das nennt man dann eine statistische Anpassung. Eine statistische Anpassung besteht also darin, die Punktwolke durch einen Funktionsgraphen zu ersetzen. Und dieser Funktionsgraph heißt dann Trendlinie. Mit dem Programm Excel kann man solch eine Punktwolke darstellen lassen und ihr dann auch eine dementsprechende Trendlinie hinzufügen lassen. In Excel habe ich diese Tabelle schon mal vorbereitet. Wir möchten jetzt eine Punktwolke einfügen. Dazu markieren wir alle Zellen mit diesen numerischen Angaben, wählen den Reiter Einfügen und hier gibt es unter vielen Diagrammen auch eine Punktwolke zu wählen. Und schon haben wir die Punktwolke zu dieser Tabelle. Dieses Punktwolkenfenster hier, das kann man nach Belieben formatieren, zum Beispiel hier Diagrammtitel weg. Wir möchten jetzt noch eine Trendlinie hinzufügen und dazu klicken wir einfach auf einen Punkt der Wolke rechts und im Kontextmenü wählen wir Trendlinie hinzufügen. Man kann dann hier unter sämtlichen Arten von Trendlinien wählen, zum Beispiel ein Polynom zweiten Grades, das heißt, die Trendlinie wird dann der Bogen von einer Parabel sein. Man kann sogar die kartesische Gleichung dieser Parabel anfragen. In diesem Fenster aktiviert man dafür einfach Formel im Diagramm anzeigen. Ich klicke drauf und schon haben wir die Formel, das heißt die kartesische Gleichung von dieser Trendlinie, von dieser Parabel. Sie ist effektiv zweiten Grades, da steht x hoch 2.
und kein x hoch 3, keine höhere Potenz. Diese Trendlinie kann man dann auch noch formatieren, indem man ihr zum Beispiel eine bessere Farbe gibt, damit man sie deutlicher erkennt. Das mit den Pünktchen, das mag ich persönlich nicht, also stelle ich hier die Linienart ein auf eine durchgehende Linie. Das ist alles, wie man möchte. Kommen wir jetzt zurück auf unsere allgemeinen Begriffe zur Statistik mit zwei Variablen. Wenn man als Trendlinie eine Gerade wählt, dann sagt man, die statistische Anpassung sei eine lineare Anpassung und die entsprechende Gerade heißt dann die Regressionsgerade. Um die Regressionsgerade zu bestimmen, gibt es ein Verfahren, bekannt unter dem Namen Verfahren der kleinsten Quadrate. Und dieses Verfahren besteht darin, die Regressionsgerade so zu bestimmen, dass sie den Durchschnittspunkt der Punktwolke enthält. Wie bestimmt man den Durchschnittspunkt? Das ist der Punkt, dessen Abszisse, mx, der Durchschnitt aller Abszissen der Punkte der Wolke ist. Und die Ordinate, my, das ist der Durchschnitt von den Ordinaten aller Punkte dieser Wolke. So erhält man diesen Durchschnittspunkt m. Die Regressionsgerade muss diesen Durchschnittspunkt enthalten. Also hat die Regressionsgerade als kartesische Gleichung diese da. Es ist eine Gerade, das heißt x und y sind beide im ersten Grad. Sie enthält diesen Durchschnittspunkt mit Abszisse mx und mit Ordinate my. Jetzt bleibt nur noch der Steigungsfaktor r zu bestimmen. Wir schreiben aber die kartesische Gleichung der Geraden schon mal so hin, mx und my sind bekannt und wir lassen den Steigungsfaktor als Parameter da stehen, Parameter r. Jetzt bestimmen wir von solch einer Geraden für alle Punkte der Wolke diesen vertikalen Abstand. Also für den Punkt Pi bestimmen wir diese vertikale Distanz, nennen wir sie mal Di. Da die kartesische Gleichung der Geraden vom Parameter r abhängt, wird auch dieser Abstand Di von diesem Parameter r abhängen. Und das machen wir für alle Punkte dieser Wolke. Also für diesen Punkt vertikaler Abstand, der hängt von r ab. Für diesen Punkt vertikaler Abstand, auch der hängt von r ab. All diese Abstände berechnen wir dann hoch 2, also im Quadrat, und dann addieren wir all diese Quadrate von diesen Abständen. Und diese Summe von diesen Abstandsquadraten, die wird immer noch von diesem Parameter r abhängen. Das wird eine Funktion zweiten Grades vom Parameter r sein. Und von dieser Funktion suchen wir ein Minimum. Das kann man zum Beispiel mit Ableitung machen. Man muss das aber nicht unbedingt mit Ableitung machen, denn wir kennen ja die Koordinate vom Scheitelpunkt einer Parabel. So findet man also durch Minimieren von dieser Summe hier den Steigungsfaktor r von dieser Regressionsgerade. Excel kann selbstverständlich zu einer Punktwolke auch eine Regressionsgerade bestimmen. Schauen wir nach, wie es geht. Hier ist wieder unser Beispiel mit den Tieren. Wir markieren alle Zellen mit den numerischen Angaben, wählen den Reiter Einfügen und als Diagrammart die Punktwolke. Somit haben wir wieder unsere Punktwolke. So. Wir klicken auf einen der Punkte der Wolke rechts, wählen dann wieder Trendlinie hinzufügen, aber dieses Mal linear, so wie es hier voreingestellt ist. Wir sehen effektiv, dass die Trendlinie eine Gerade ist, zumindest ein Stück von einer Geraden. Und hier können wir auch die kartesische Gleichung dieser Geraden anfragen. Und wir stellen fest, y gleich minus 0,042 mal x
plus 20,397. Das ist die kartesische Gleichung von dieser Regressionsgerade. Wenn man das Verfahren der kleinsten Quadrate anwendet, dann findet man genau dieselbe Gleichung. Was also bedeutet, Excel bestimmt die kartesische Gleichung der Regressionsgeraden mit dem Verfahren der kleinsten Quadrate. Übrigens, das kann man auch in GeoGebra machen, denn GeoGebra enthält unter Ansicht auch eine Tabelle, ähnlich wie in Excel. Ich habe die Tabelle hier schon mal vorbereitet. Um jetzt eine Punktwolke zeichnen zu lassen, markieren wir alle numerischen Angaben, machen dann einen Rechtsklick, wählen Erzeugen, Liste von Punkten. Ich klicke drauf und zack haben wir hier verschiedene Punkte in der Ebene. Ich klicke mal in diese Ebene, damit die Zellen nicht mehr markiert sind. Es sind nicht alle Punkte vertreten hier, also mache ich jetzt im Diagramm einen Rechtsklick und wähle dann alle Objekte anzeigen. Sofort fährt das Fenster in die Größe, sodass alle Punkte angezeigt sind. Wir wählen jetzt in diesem Diagramm alle Punkte der Wolke aus, so, die sind jetzt alle markiert, sie brauchen nicht beschriftet zu sein, also mache ich jetzt einen Rechtsklick und wähle Beschriftung anzeigen. Somit ist die Beschriftung schon mal weg. Um eine Regressionsgerade hinzufügen zu lassen, markieren wir nochmal alle Punkte der Wolke, so, und wählen hier oben in der Kategorie Gerade Regressionsgerade aus und schon erscheint die Regressionsgerade. Ich kann hier einen Rechtsklick drauf machen. In den Eigenschaften können wir dieser Gerade dann wieder eine Farbe geben. Voilà, so erkennt man sie vielleicht deutlicher. Jetzt brauchen wir noch die kartesische Gleichung dieser Geraden. Die finden wir dann im Algebra-Fenster. Diese rote Gerade hat diese kartesische Gleichung. Ich mache das Fenster mal ein bisschen breiter, so. Und wir erkennen hier, diese Gleichung ist ähnlich wie die von eben. Nur hier ist GeoGebra eingestellt bis zwei Stellen hinter dem Komma. Das kann man ändern. Einstellungen, Runden, nehmen wir drei Stellen hinter dem Komma. Und jetzt stellen wir fest, das ist ganz genau dieselbe Gleichung, die Excel eben berechnet hatte. Das heißt, auch GeoGebra arbeitet mit dem Verfahren der kleinsten Quadrate. Ich selbst habe es mit einer anderen Funktion modelliert. Zu diesen Angaben habe ich ein vernünftiges Bezugssystem gewählt, sodass die höchste Anzahl Herzschläge pro Minute in der Zeichnung eingezeichnet werden kann, sowie auch die höchste Lebenserwartung. Dann habe ich all diese Pünktchen eingetippt und finde so diese Punktwolke. In dieser Punktwolke kann man deutlich erkennen, je kleiner der Puls ist, desto höher liegt die Lebenserwartung und je höher der Puls ist, desto geringer ist die Lebenserwartung. Also fiel mir da die indirekte Proportionalität ein, also E gleich irgendeine konstante Zahl geteilt durch P. Und dann durch Ausprobieren bin ich dann auf diese Funktion gestoßen. Die Erwartung E kann hier berechnet werden als 1100 geteilt durch den Puls. Für einen angegebenen Puls kann man durch diese Funktion, also die entsprechende Lebenserwartung, berechnen. Und in dem Graphen hier kann man dann schön ablesen, welche Lebenserwartung einem Puls entspricht. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Puls von dem Tierchen liegt bei 300 Herzschläge pro Minute, dann wird nach diesem Modell dieses Tierchen wahrscheinlich knapp 4 Jahre leben dürfen.